So, willkommen zurück zu einem genau neuen wie Let's in der Play. Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Ah, ja, aus der Erinnerung. Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Oha. Mehr Tempo. Wie geil ist das denn? Schneller! Wir rammen sie! Im Rhythmus! Langsam jetzt! Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Schere. Eine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Rudert schneller! Segel am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Mehr Geschwindigkeit! Okay, klar. Schneller! Wir rammen sie! Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methaner? Sie ist seit Jahrhunderten. Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen! Mehr Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Mehr Geschwindigkeit! Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Schneller! Rudert schneller! Wir rammen sie! Wir werden angegriffen! Erhöht die Schlagzahl! Bereit zu feuern! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Das war ja. Schneller! Das ging schnell. Mehr Tempo! Erhöht das Tempo! Ach da! Keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän.
Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Im Rhythmus bleiben! Schneller! Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Ui. Bereit zum Feuer! Mehr Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Rudert schneller! Wir werden angegriffen! Schneller. Erhöht das Tempo! Wir rammen sie! Erhöht die Schlagzahl! Ist das geil. Gut gekämpft. Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. Puh. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König.
Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Schade. Schon vorbei. Das Grab von Alexander. Lange Ladezeit. Sind wir erstmal so weit durch. Da geht's weiter, aber wir haben in Size noch etwas zu tun. Size ist da. Das sind leider noch ein paar Quests, die müssen noch gemacht werden. Die habe ich einmal übergangen. Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Harkufs Assistent Nessamun brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Psst. Wir sind tot, wenn sie uns hören. Komm. Du kannst nicht fliehen!
Bist du Nessa Moon? Okay. Bist du wohlauf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken. Und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. So. Trost! Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene Letopolis! Letopolis ist ein wahr gewordener Traum! Eine neue Heimat! Der Weg ist weiß Gott nicht ohne Gefahren! Sechs. Ein Ort der Hoffnung, ein Leuchtfeuer in finsteren Wüstennächten. Alter, komm, schnell weg hier. Alarm! 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 Hier drin! So, hier sollen noch mehr Bogenschützen sein. Hast du auch Probleme, deine Ernte zum Markt zu bringen? Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Sie wollen die Reise riskieren? Das sagte sie. Die Rufen scheitern. Sefetu lässt sie an der langen Leine. Reisen, wo sind? Dein Werk hier ist getan, Medjay. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe? Ach so, war das. Oh. Sollen jetzt die Bogenschützen sein? Hinten.
Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? So, zwei noch. Da hinten. Zu Sephetus Augen. So. Erledigt. Meine Liebste, ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sephetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Hey, willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sephetu brachte ihn um. Und wonach suchst du heute? Den Hafenmeister, Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sephetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sephetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Kann man ihn noch mal anquatschen? Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Oh Gott, er steckt sogar an. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Die Händler verlassen nachts den Markt.
Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Erschreckst du dich denn? Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Oh, das muss ich echt warten. Zufall. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich suche nach Servus im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus. Der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cefeto. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cefeto nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören... Stehlen oder zerstören? Zerstören? Uff. Dort auch schon wieder. Eine Spur? Legendäres haben wir bekommen. Kopfschmerzmittel. Hey, was? Da braucht jemand eine. Was? Helf mir mal hier drüben! Schuss! Reiß dir die Eingeweide raus!
Was? Er klettert! Schieß ihn runter! Oh, nochmal. Zwei legendäre Sachen gleichzeitig. So, dann gehen wir das Schiff mal ab. Schiff, das Bötchen. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Cefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Cefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Okay. Okay. Dann machen wir jetzt hier erstmal Cut. Dann sehen wir uns ein andermal wieder. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast.